Mai 1945. Hitlers Reich ist untergegangen. Berlin von Stalin erobert. Zeitenwende. Die Siegesparade in Moskau. Das Regime feiert sich als neue Weltmacht. Triumph des Kriegsherrn. Der nennt sich nun Generalissimus. Stalin glaubte, dass er nun wirklich der Größte sei. Er war schon der größte Schriftsteller, der größte Künstler, Wissenschaftler, Sportler, Fußballer, überall der Größte. Und nun war er auch noch der größte Strateg. Kult ohne Grenzen. In Wirklichkeit ist der Triumph teuer erkauft. 27 Millionen Tote im Krieg auf Seiten der Sowjetunion. Auch wegen Stalin, sagen Kritiker. Das Volk hat den Krieg nicht dank Stalin, sondern trotz Stalin gewonnen. Der Sieg als Kinoereignis. Inszenierte Bilder. Die verwischen sollen, dass Stalin zuerst mit Hitler paktierte. Dass er sich von ihm täuschen ließ. Dass seine Kriegsführung die Sowjetunion an den Rand des Abgrunds brachte. Wehe dem, der davon spricht. Er wollte alle Menschen beseitigen, die von seinem kläglichen Versagen im Krieg 1941 und 1942 wussten. Er wollte als der große Sieger in die Geschichte eingehen und nicht als der verängstigte Politiker, der Hitler über alle Maßen fürchtete. Es begann am 22. Juni 1941, Hitlers Überfall auf die Sowjetunion. 3 Millionen deutsche und verbündete Soldaten marschieren nach Osten. Die Rote Armee wird völlig überrascht. Stalin hätte es wissen müssen. Er hätte wissen müssen, dass der Krieg an diesem Tag beginnt. Es gab so viele Meldungen aus Deutschland, Japan und anderen Ländern. Doch der Kremlherrscher wollte es nicht wahrhaben. Baute auf den Nicht-Angriffspakt mit Hitler. Gegen den Rat seiner Generäle gab er noch am Abend vor dem deutschen Einmarsch keinen Alarm. Die meisten Truppen an der Front im Westen, vor allem in Weißrussland, waren nicht in Alarmbereitschaft versetzt. So haben wir schon am ersten Tag über 1000 Flugzeuge verloren. Diese Zerstörung im Jahre 1941 haben wir allein Stalin zuzuschreiben. Stalins Datscha, ein Palais in Kunzewo am Stadtrand von Moskau. Hierher hat sich der Diktator zurückgezogen. Das Politbüro braucht Entscheidungen. Normalerweise fuhr niemand zu Stalin auf die Datscha ohne Aufforderung. Die Leute vom Politbüro kamen unerwartet. Stalin saß, als sie in das Zimmer gingen, im Sessel und war zutiefst erschrocken. Er ist regelrecht zusammengezuckt und fragte, weshalb sind Sie gekommen? Er dachte, sie kommen, um ihn zu verhaften. Er hat in diesem Augenblick natürlich verstanden, dass er Schuld hat. Er hatte Schuld an dem, was bisher passiert war. Die Wehrmacht dringt binnen weniger Tage mehr als 100 Kilometer ins Landesinnere vor. Dem hat der sowjetische Kriegsherr nichts entgegenzusetzen. Hunderttausende Sowjetsoldaten gehen in Gefangenschaft. Die Rote Armee scheint in den ersten Wochen führungslos. Was sind die Gründe für das Debakel? Stalin überschätzte leider die Möglichkeiten seiner Armee. Er kannte ihren wirklichen Zustand nicht, nachdem ihre Führung von ihm enthauptet worden war. Das ist eine Tragödie, die einen sehr negativen Einfluss auf den Anfang des Krieges genommen hat.
Den Herrscher im Kreml holt der Terror vergangener Jahre ein. Seit 1937 hat er eine Welle von Mord und Gewalt über das Land rollen lassen. Auch Militärs fallen der sogenannten großen Säuberung zum Opfer. Pauschal werden sie verdächtigt, den Diktator stürzen zu wollen. Er hatte Angst vor ihnen. Er hatte Angst, dass sie morgen gegen ihn auftreten könnten. Er hasste sie alle. Das waren die Helden des Bürgerkrieges, die auch wussten, dass Stalin im Bürgerkrieg ein Nichts war, die ihn nicht respektierten. Was da nun kam, war wie eine Lawine. Buta bei Moskau. In diesem Boden liegen die Gebeine von tausenden ermordeten Militärs. Auch Armeebefehlshaber Ubarevich wird exekutiert. Seine Tochter. Das Einzige, was ich bis zum Letzten gehofft hatte, war, dass sich alles irgendwie klären wird. Dass es nicht sein kann, dass sie ihn erschossen haben. Stalins Willkür kennt keine Grenzen. Der Geheimdienst NKWD inhaftiert nicht nur den Militär, sondern auch seine Familie. Sie sagten, nehmen Sie einen Koffer für Ihre Tochter und für sich. Und was ich noch genau weiß, ständig fragte meine Mutter, wohin kommt das Kind? Man hat es ihr nicht gesagt. Sie wird schon nicht umkommen. Dann hat man sie mit einem kleinen grünen Auto weggebracht und dann kamen sie, um mich zu holen. Erst 1956 wird Wladimira aus dem Straflager entlassen. Ihre Eltern werden mit zigtausenden anderen erschossen. Ende der 30er Jahre ist die Rote Armee enthauptet. Stalin weiß, wie geschwächt seine Streitkräfte sind. Es wird Jahre dauern, bis sie sich von dem Massaker erholen. Die größte Gefahr geht von ihm aus. Noch raubt Hitler Land nur durch Erpressung. Nach dem Anschluss Österreichs, des Sudetenlands, der Einmarsch in die sogenannte Resttschechei, März 39. Stalins Datscha. Hier trifft er sich mit engsten Vertrauten, schmiedet Pläne. Er will ein Bündnis für den drohenden Konflikt. Was bleibt, wenn kein Pakt gegen Hitler zustande kommt? Es kommt zum Treffen mit dem Gegner, August 39. Hitlers Außenminister Ribbentrop in Moskau. Hitler will einen Pakt als Rückhalt für seine kriegerischen Ziele. Stalin verspricht sich Landgewinn und Zeit für die eigene Aufrüstung. Irgendwann, denkt Stalin, wird es zum Schlagabtausch mit Hitler-Deutschland kommen. Ich glaube, es war wohl überlegt bei Stalin. Stalin war ein Gegner Hitlers, aber hat auch Hitler irgendwie bewundert. Und in den Gesprächen, auch mit Ribbentrop, sagte er, Molodets, also ein toller Kerl. Und er hat ja auch den berühmten Toast ausgesprochen. Ich weiß, wie sehr das deutsche Volk den Führer liebt. Und ich möchte auf die Gesundheit des Führers trinken. Auf dem Obersalzberg, Hitlers Residenz. Nur wenige Tage vor dem Pakt mit dem Kreml sagt der Diktator, alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet. Wenn der Westen zu blind ist, dies zu begreifen, werde ich mich mit den Russen verständigen, den Westen schlagen und mich dann mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion wenden. Das erste Opfer aber ist Polen. Am 1. September 1939 greift die deutsche Wehrmacht an. Hitlers erster Blitzsieg. Gemäß geheimem Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt wird die Beute geteilt. Stalin lässt am 17. September die Rote Armee in das geschlagene Land einmarschieren. Das Treffen der Waffenbrüder und Besatzer.
Wir hatten schon vor Hitler große Furcht. Wir wussten, wer er war. Auf der anderen Seite wussten wir, was in der Sowjetunion vorgeht. Dort herrschte Stalin. Und er ließ normale Bürger wie Politiker einfach hinrichten. Im Rücken dieser SS-Kampfverbände ermorden Einsatzgruppen vor allem Angehörige der polnischen Führungsschicht und Juden. Bilder wie diese gibt es auch im sowjetischen Besatzungsgebiet. Verhaftungen, Erschießungen. Ein Abschied. Edward, mein Mann, küsste unseren Sohn Andrzejek, küsste den kleinen Jacusz, den ich in den Armen hielt, und dann küsste er mich. Er verabschiedete sich und kam nie wieder zurück. Was mit ihrem Mann geschah, erfährt sie erst Jahre später aus der Zeitung. In den Lagern von Ostaschkowa, Starobelsk und Katyn sterben im März 1940 20.000 polnische Offiziere. Durch Genickschuss. Kriegsverbrechen Stalins. Wenn ich nur daran denke, dass zwei NKWD-Männer sie festhielten und einer dahinter stand und schoss, dann scheint es mir immer, als ob ich diesen Schuss höre, dass ich sehe, wie es geschieht, wie sie auf diese Weise starben. Der Mordbefehl trägt seine Unterschrift. Später wird er Hitler beschuldigen, das Massaker veranlasst zu haben. Doch noch hält der Pakt mit Deutschland. Stalin muss keinen Einspruch fürchten, als er im November 1939 Finnland angreift. Die Grenze liege zu nahe bei Leningrad. Krieg ist für den Diktator willkommenes Mittel, wenn der Preis nicht zu hoch ist. Doch die finnische Armee trotzdem weit überlegenen Angreifer. David gegen Goliath. 200.000 Rotarmisten sterben. Und doch wird der Waffenstillstand als Sieg gefeiert. Stalin, победа на узеньком части фронта. Stalin pries diesen sogenannten Sieg an dieser winzigen Front als Symbol für den Triumph in jedem Krieg, in jeder künftigen Auseinandersetzung mit dem imperialistischen Feind. Heute wissen wir natürlich, dass das kein Sieg, sondern bis dahin die schwerste Niederlage der Roten Armee war. Der andere Kriegsherr führt dem Kreml-Chef vor Augen, wie er siegt. Nach der Niederlage Frankreichs ist Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht. Stalin hatte nach Frankreichs Kapitulation panische Angst vor Hitler, weil alle seine Berechnungen, Hitler werde an der westlichen Front stecken bleiben, nicht aufgegangen waren. Stalins Datscha Kunzewa. Stalin glaubt an den Vertrag, meint, er habe Hitler damit in die Pflicht genommen, wenigstens vorläufig, bis er selbst für einen Schlagabtausch gewappnet ist. Doch schon seit dem Sommer 1940 plant Hitler seinen Krieg im Krieg, den Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion. Ein Sandkastenspiel, wie er glaubt. Das Reich im Osten sei reif für den Zusammenbruch. Obwohl Stalin von Hitlers Kriegsplänen erfährt, glaubt er, Zeit zu haben für die eigene gewaltige Aufrüstung. Dass er selbst einen Krieg beginnen wollte, ist nicht belegbar. Er hat Hitler wahrhaftig geglaubt. Und das war einer seiner schwersten und absurdesten politischen Fehler, der unser Land, unser Volk sehr teuer zu stehen kam. Ganze Armeen zerschlägt die deutsche Wehrmacht in den ersten Monaten des Russlandkrieges. Stalin, weiß man heute, vernachlässigte nicht nur die Verteidigung sträflich. Er griff auch dilettantisch in die Kriegsführung ein.
Stalin war kein Mensch mit militärischen Kenntnissen. General Zhukov hatte ihn gewarnt. Wir müssen unsere Kräfte hier konzentrieren und an anderen Fronten nur die Stellung halten. Er hat nicht darauf gehört. Am 3. Juli 1941 hält der Diktator eine Rede an das Volk. Er ruft auf zum Vaterländischen Krieg. Zum ersten Mal spricht er von Brüdern und Schwestern. Ein Ohrenzeuge. Er war ja total unsicher. Es war ja eine der schlechtesten Reden von Stalin. Er stockte. Man merkte an, dass er also weitgehend schockiert war, entsetzt war, vielleicht sogar den Glauben an den Sieg verloren hatte. Doch Stalin erreicht die Gemüter, appelliert an den Patriotismus, beschwört den großen Sieg gegen Napoleon. Die Menschen gingen in die Schützengräben und riefen: Für die Heimat, für Stalin. Ich habe es aber nicht so empfunden. Doch Menschen zählen nicht für Stalin. Sein Diktat heißt: keinen Schritt zurück. Die Folge sind verheerende Umfassungsschlachten, Hunderttausende Tote und Gefangene. 3 Jahre später. Die gleichen Bilder von deutschen Gefangenen. Ja, die Menschen wurden natürlich von beiden im Einzelnen sehr unterschiedlichen Diktaturen verheizt. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben. Und spielten keine Rolle in den eigenen machtpolitischen Zielen der jeweiligen Führung. Das war auf beiden Seiten die reale, tragische Wirklichkeit. Stalin lässt seine Soldaten in sinnlosen Massenangriffen gegen die deutschen Linien rennen. Am Anfang haben die Russen eben furchtbare Verluste gehabt. Wir haben das ja oft als Soldaten erlebt, dass die in dichten Wellen ankamen und einfach zusammengeschossen wurden. Ich würde schon glauben, auf einen toten Deutschen kamen 10 Russen. Hinter ihnen her liefen ja die Offiziere mit den Gewehren. Wenn die nicht vorwärts liefen, wurden sie von denen hinten erschossen. Aber sie kamen in dichtesten Reihen, Welle auf Welle, und wurden einfach zusammengeschossen. Wer sich gefangen gibt, gilt für den Kriegsherrn als Verräter. Das Standgericht droht all denen, die es nach der Ansicht der Führung an Opferbereitschaft fehlen lassen. Bericht eines Augenzeugen. Er hatte nichts auf den Schultern und der Kragenspiegel war abgerissen. Er schaufelte eine Grube. Ich konnte nicht verstehen, was das sollte. Dieser Mann sagte: Jungs, ich habe mich im Wald verlaufen. Ich habe gekämpft und ich werde weiterkämpfen. Man sagte ihm: Im Namen des Präsidiums des Obersten Sowjets, du bist ein Deserteur. Er musste sich mit dem Gesicht zur Grube hinstellen. Dann sah ich, wie ihm einer mit der Pistole in den Nacken schoss und wie er auf den Rücken fiel. Für mich war es schrecklich. Es war absolut unverständlich, warum man das getan hat. Denn dieser Junge hatte es so erzählt wie bei einer Beichte in der Kirche. Man sah, dass er sich wirklich verlaufen hatte. Kein Einzelfall. Exekutionen von sogenannten Feinden des Volkes, angeblichen Feiglingen, Deserteuren und Verrätern. Sie sind an der Tagesordnung. Stalin gab solche Anweisungen.
All das geschah auf Anweisung von Stalin. Es durfte weder diskutiert noch korrigiert werden. Und so fanden Massen von sowjetischen Soldaten und Offizieren den Tod. Hitlers Heeresgruppe Mitte auf dem Weg nach Moskau. Es gilt, das Zentrum der Sowjetmacht zu zerschlagen. Beim Vormarsch gerät auch der älteste Sohn des Diktators in Gefangenschaft. Jakow Tschugaschwili wird verhört, ein Augenzeuge. Die Vernehmung war schon im Gang. Und der Major hat an Jakob Tschugaschwili hat ihm gesagt, was sagen Sie denn dazu? Wir sind so schnell vorangekommen in den nächsten 4 Wochen, marschieren wir in Moskau ein. Und da hat Stalin gelächelt und hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Sie werden nie Moskau betreten. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass jedes Haus unterminiert ist und Sie werden Moskau nicht betreten. Na, das werden wir ja sehen, hat er gesagt. Vater Stalin ist empört, dass sich sein Sohn der vorrückenden Wehrmacht ergeben hat. Im November ist Moskau im Visier der deutschen Truppen. Entfernung zur Stadtmitte 30 Kilometer. Während Stalin die Stadt befestigen lässt und Teile der Regierung schon nach Guibyschew evakuiert werden, wartet ein Zug am Kasaner Bahnhof. Ein geheimes Dokument belegt wofür. Morgen oder später wird Genosse Stalin evakuiert. Doch Stalin bleibt. Dieser Zug wurde nicht benutzt, sondern immer wieder gegeben. Nein, Zug bleibt, aber Stalin kommt nicht. Und das hat sich natürlich allmählich herumgesprochen. Und dieser persönliche Mut Stalins hat zweifellos eine Rolle gespielt. Was aber bewog Stalin, in Moskau zu bleiben? Darum ranken sich Legenden. Im Oktober 1941 kreist über der Hauptstadt ein Flugzeug mit einer erstaunlichen Fracht. Die Ikone der Heiligen Jungfrau von Tichwin, Schutzpatronin russischer Soldaten. Ein Geistlicher hatte Stalin von einem Traum berichtet. Ein Engel sei ihm erschienen und habe Stalin gedankt, dass er Moskau nicht verlassen habe. Dafür aber müsse er die Muttergottes-Ikone 3-mal um die Stadt tragen. Dann würden die Deutschen nicht weiterkommen. Findet Stalin, der ehemalige Priesterseminarist, in der Not zum Glauben zurück? Was hat er zu verlieren? Den Befehl soll er persönlich gegeben haben. Stalin sagte zu den Piloten, du hast einen Sonderauftrag. Du startest jetzt mit dem Flugzeug. Du fliegst 3-mal um Moskau herum. An Bord hast du die Ikone der Gottesmutter von Tichwin. Der selbsternannte Gott will vor allem die Volksseele für sich gewinnen. Hunderte von Kirchen waren auf seinen Befehl hin geplündert und zerstört worden. Priester verschwanden im Gulag zum Leidwesen der Gläubigen. Jetzt bedient sich Stalin der Macht des Glaubens. Seit Oktober 1941 sind die Kirchen wieder geöffnet und Helfer in seinem Krieg. Der Patriarch von Moskau. Mit Gottes Hilfe wird die russische Armee den faschistischen Satan aus unserer Heimat vertreiben. Из пределов нашей Родины.
Was aber entscheidet die Schlacht um Moskau? Da ist Hitlers Wahn, die Stadt im Handstreich zu nehmen. Die Front wird überdehnt, es mangelt an Nachschub und Ausrüstung für den Winter. Jetzt sagt Hitler seinen Generälen keinen Schritt zurück, macht die Fehler, die sein Gegner vorher machte. Der Herr im Kreml profitiert davon. Er hat gelernt. Lässt nun andere mitentscheiden. Allen voran Georgi Schukow. Der drängt Stalin, Truppen aus dem fernen Osten abzuziehen. Es sind die frischen sibirischen Divisionen, die die Wende vor Moskau bringen. Stalins erster Sieg. Die Deutschen, sie sind nicht mehr unbezwingbar. Doch der Krieg ist noch lange nicht zu Ende. Und Stalin ist sich keineswegs sicher. In Kuibyschew, 1000 Kilometer östlich von Moskau, lässt er sich unter strengster Geheimhaltung einen unterirdischen Bunker bauen. Ein Regierungssitz für den Fall, dass Hitlers Truppen Moskau nehmen. Doch Stalin wird Moskau nicht mehr verlassen. Er weiß, nur in seiner Metropole hat er die absolute Kontrolle. Stalin war nie an der Front. Trotz aller Schriften oder Filme, die das stützen sollen, er war nie an der Front. Die Wahrheit ist unangenehm. Mein Vater hat sie mir erzählt. Stalin war ein Feigling. Von seinem Volk verlangt er Tapferkeit um jeden Preis. Leningrad. Die Metropole an der Neva ist seit September 1941 von den Deutschen eingeschlossen. Stalin hätte die Stadt evakuieren können. Doch er will, dass die Soldaten vor Ort für ihre Familien kämpfen und jeder, der kann, zur Waffe greift. 900 Tage wird die Blockade andauern. Hitler will Leningrad aushungern. Eine Weile wurde geschossen und dann wurde es still. Warum? Die Deutschen schrien etwas Unbegreifliches herüber. Ich mag es kaum wiederholen. Sie riefen, ihr werdet so oder so krepieren. Die Stadt wird sterben. Leningrad wird zum Symbol für das Leid der Zivilbevölkerung. Als erste sterben Alte und Kinder. Sie sagten, dass mein kleiner Bruder Jurik gestorben sei, riefen, nimm den Schlitten von zu Hause und hol ihn ab. Ich wusste nicht, wie ich das meiner Mutter beibringen sollte. Die 11-jährige Ljudmila soll ihren kleinen Bruder beerdigen. Ein LKW kam an, beladen mit Leichen, wie sonst mit Holz. Sie waren nicht in ein Tuch eingenäht. Sie lagen einfach so da, wie man sie von den Straßen aufgesammelt hatte. Sie wurden in eine Grube geworfen. Ich stand sehr lange dabei. Eine dieser freiwilligen Helferinnen kam auf mich zu und fragte, Mädchen, was stehst du hier? Ich warte, antwortete ich, bis die Grube voll ist, damit wir den Jungen oben auflegen, weil er so klein ist. Sonst wird es für ihn zu schwer. Über 1 Million Menschen sterben in Leningrad an Hunger und Kälte. Der Hass, den Hitler schürt, wird Stalin stärken. Es war Angst und schrecklicher Hass. Ich war noch ein Kind, aber ich habe so viel Hass empfunden, dass ich nicht weiß, was ich mit ihnen gemacht hätte. Auch diese Zivilisten sind Opfer. Deutschstämmige in der Sowjetunion. Stalin lässt sie nach Kriegsbeginn deportieren.
nachher, denn sie haben mit den Deutschen haben sie schon gedroht immer. Ihr müsst weg und wer nicht wird weg, mit denen werden wir, mit eurem Blut werden wir die Zäune färben. Haben sie gesagt. Zigtausende werden nach Sibirien verbracht. Die Eltern haben geweint und wir haben geweint. Dann noch beim Fahren, solange muss unterwegs sein. In diese Viehwaggons und sonst rein. Die meisten werden ihre Heimat nie wiedersehen. Frühjahr 42. Die deutsche Wehrmacht wieder in der Offensive. Richtung Süden. Ziel ist Stalingrad und das Öl im Kaukasus. Stalin weiß, was auf dem Spiel steht. Stalin bestellte mich zu sich und sagte: Genosse Baibakow, wenn den Deutschen die Erdölfelder in die Hände fallen, werde ich sie erschießen lassen. Aber wenn sie die Ölfelder vorzeitig abbrennen und die Deutschen kommen nicht und wir haben dann keinen Brennstoff, werde ich sie ebenfalls erschießen lassen. Später wird eine sowjetische Wochenschau Hitlers vergeblichen Griff nach dem Erdöl karikieren. Es ist ein trügerisches Bild. So werden sie es sich vorgestellt haben, nach den Juwelen des Kaspischen Meeres zu greifen. Sie träumten schon davon, wie sie den Reichtum aufteilen und wem Baku mit seinem Öl gehören wird. Hitler wird die Erdölfelder nicht erobern. Stalingrad. Die Metropole an der Wolga. Der Kriegsherr Stalin will die Stadt, die seinen Namen trägt, mit allen Mitteln verteidigen. Der Kriegsherr Hitler will sie um jeden Preis erobern. Duell der Diktatoren. Die Sowjetpropaganda stilisiert Stalin zum alleinigen Schlachtenlenker. Eine Frage des Prestiges. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Praktisch hatten jetzt die Generäle das Kommando. Er bestätigte nur ihre Entscheidungen. Nur manchmal, wenn er sich in ihre Angelegenheiten einmischte, dann sah es schlecht aus. Stalin hat aus Fehlern gelernt, gibt den Militärs mehr Raum und lässt sie siegen, ohne selbst auf den Ruhm zu verzichten. Stalingrad ist die Kriegswende. Die Kapitulation. Gegen den Willen Hitlers geht Feldmarschall Paulus in Gefangenschaft. Wer weiß schon, dass ein Angebot besteht, ihn gegen Stalins Sohn Jakow zu tauschen. Als Stalin vorgeschlagen wurde, Jakow aus der Gefangenschaft zu retten, und dafür Paulus freizulassen, dachte er wohl länger darüber nach. Sagte dann aber, dass er einen General nicht gegen einen unserer jüngeren Offiziere austauschen wird. Stalin hat seinem Sohn nie verziehen, dass er sich den Deutschen ergab. Im KZ Sachsenhausen stirbt Jakow 1943. Das Bild zeigt Stalins Sohn im Elektrozaun. Was fühlt der Sohn des Sohnes? Oft werde ich gefragt, ob ich böse auf Stalin sei, dass er meinen Vater nicht gegen Feldmarschall Paulus getauscht hat. Sicher? Mir wäre es ja mit dem Vater besser ergangen im Leben. Ich antworte darauf, Stalin konnte nicht anders. Stalin war eben der Stählerne. Потому что Сталин был это Сталин.
Das wissen auch die Bundesgenossen. Winston Churchill besuchte Moskau schon im August 1942. Eine schwierige Annäherung. Er mochte ihn nicht besonders und traute ihm nicht über den Weg. Aber wie es eben so ist, er konnte ihn auch nicht vor den Kopf stoßen. Nach dem ersten Treffen im Kreml sagte Churchill uns offen, was er über Stalin dachte. Dieser brutale, teuflische Mensch. Und der britische Botschafter warnte: Premierminister, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass dieses Gebäude sicherlich abgehört wird. Die deutlichen Worte machen Eindruck. Am nächsten Tag, als Winston sich mit Stalin traf, war dieser äußerst zuvorkommend. Er hatte wohl das Abhörprotokoll gelesen. Er sagte: Fahren Sie heute bitte nicht zurück. Bleiben Sie doch noch ein, zwei Tage hier. Ich habe für Sie und Ihre Gefolgschaft im Kreml ein Bankett ausrichten lassen. Churchill weiß, es ist der Pakt mit einem Teufel. Gegen einen anderen, den man für noch schlimmer hält. Ich glaube, er wusste ganz genau, was das Beste für Europa war. Nämlich mit ihnen zu kooperieren. Auch wenn wir ihn nicht mochten. Aus den USA und Großbritannien erhalten die Sowjets riesige Mengen Kriegsmaterial. Entscheidende Lieferungen. Doch Stalin will mehr von seinen Westverbündeten. Er fordert die zweite Front. Vorerst starten nur alliierte Bomber Richtung Deutschland. Churchill sagt, auch der Luftkrieg sei eine Front, welche die Sowjets entlaste. Stalin bestärkt ihn, vor allem deutsche Wohngebiete zu zerstören. Erst im Juni 1944 wird die zweite Front eröffnet. Invasion in der Normandie. Die Tage für Hitlers Reich sind gezählt. Schon schmieden die Alliierten Pläne für die Nachkriegszeit. Jalta auf der Krim. Der Livadia-Palast der Zaren. Hier treffen sich im Februar 1945 die künftigen Sieger zur zweiten Mächtekonferenz. Gastgeber ist Stalin. Was soll aus Deutschland und Europa werden nach dem Krieg? Der Diktator will deutsches Land für eine Westverschiebung Polens, will die Beute aus dem Hitler-Stalin-Pakt behalten und noch mehr. Einflusssphären in Ost und West werden abgesteckt. Die Westmächte machen weitgehende Zugeständnisse. Die Realität war nicht nur Stalins Verhandlungsgeschick, sondern auch die reale Macht, um die Sowjetunion verfügte. Und außerdem die Vorsicht der Westmächte, nicht zu hart gegenüber Stalin aufzutreten, weil man die Sowjetunion unbedingt haben wollte als Verbündete im Krieg gegen Japan. April 1945. Vormarsch auf Berlin. Stalin will die Metropole vor den Westmächten erreichen, will als Bezwinger Hitlers so Geschichte machen. Sinnloser Blutzoll, kurz vor dem Ziel. Ließ er Zehntausende in sinnlosen Angriffen sterben, um nur Berlin rechtzeitig zu nehmen, sind ja Hunderttausende geopfert worden, obwohl der Krieg schon zu Ende war eigentlich. Auch hinter den Fronten sterben Menschen, bei Flucht und Vertreibung. Stalins Propaganda schürt den Drang nach Rache, als Vergeltung für deutsche Verbrechen. Natürlich hat die Propaganda uns eingetrichtert. So viele Deutsche du triffst, so viele bring um. Sowjetische Verbrechen an deutschen Zivilisten schüren die Angst vor Stalins Truppen.
Das Ansehen der Sowjetunion droht Schaden zu nehmen. Im April wurde die politische Linie verändert und vorbereitet, dass die sowjetischen Truppen sich anständig in Berlin benehmen sollten. Das war ernst gemeint, aber es kam natürlich viel zu spät. Stalin ist am Ziel. Berlin im Mai 1945. Rundfahrt sowjetischer Prominenz durch die zerstörte Stadt, die Stalin schon bald mit den anderen Siegern teilen muss. Die zerstörte Reichskanzlei. Besuch in Hitlers Bunker, dessen Leiche wurde gefunden, aber niemand soll davon erfahren. Der Tod Hitlers durfte auf keinen Fall offiziell bekannt werden. Das war Stalins ausdrücklicher Befehl. Deshalb waren, als die Leiche gefunden wurde, keine Fotografen, keine Presse, keine Filmleute dabei, einfach niemand. Es sollte absolut geheim bleiben. Stalin täuscht auch die Verbündeten. Potsdam, Juli 1945. Erste Nachkriegskonferenz der drei Siegermächte. Als er nach Potsdam kam und die erste Frage von Churchill und Truman war, haben sie die Leiche von Hitler gefunden, hat er gesagt, nein. Vielleicht dachte er, dass so lange Gerüchte sein werden, dass Hitler irgendwo noch existiert, die Anti-Hitler-Koalition doch noch zusammengehalten werden kann. Die Koalition wird bald zerbrechen. Am runden Tisch von Potsdam hat die Spaltung der Welt bereits begonnen. Den Kalten Krieg wird Stalin als Herrscher der neuen zweiten Supermacht bestreiten. Neben Amerika. Die Propaganda wird den Diktator filmisch verklären. Zum Erlöser und unfehlbaren Schlachtenlenker. Sehen Sie sich heute das moderne Russland an. Wer ist der Held? Der Held ist Stalin. Sogar Demokraten in Russland würden Ihnen sagen, gewiss hat Stalin zig Millionen Menschen umgebracht. Aber er hat Russland zur Großmacht gemacht. Und zur Atommacht. 4 Jahre nach den USA hat auch Stalin die Bombe. Noch 4 Jahrzehnte wird das von ihm begründete Imperium bestehen. Und dann vergehen. Verheizt. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben. Und spielten keine Rolle in den eigenen machtpolitischen Zielen der jeweiligen Führung. Das war auf beiden Seiten die reale, tragische Wirklichkeit. Stalin lässt seine Soldaten in sinnlosen Massenangriffen gegen die deutschen Linien rennen. Am Anfang haben die Russen furchtbare Verluste gehabt. Wir haben das ja oft als Soldat erlebt, dass die in dichten Wellen ankamen und einfach zusammengeschossen wurden. Ich würde schon glauben, auf einen toten Deutschen kamen 10 Russen. Hinter ihnen her liefen ja die Offiziere mit den Gewehren. Wenn die nicht vorwärts liefen, wurden sie von denen hinten erschossen. Aber sie kamen in dichtesten Reihen, Welle auf Welle, und wurden einfach zusammengeschossen. Wer sich gefangen gibt, gilt für den Kriegsherrn als Verräter. Das Standgericht droht all denen, die es nach der Ansicht der Führung an Opferbereitschaft fehlen lassen. Bericht eines Augenzeugen. Er hatte nichts auf den Schultern und der Kragenspiegel war abgerissen. Er schaufelte eine Grube. Ich konnte nicht verstehen, was das sollte. Dieser Mann sagte, Jungs, ich habe mich im Wald verlaufen. Ich habe gekämpft
und ich werde weiterkämpfen. Man sagte ihm, im Namen des Präsidiums des obersten Sowjets, du bist ein Deserteur. Er musste sich mit dem Gesicht zur Grube hinstellen. Dann sah ich, wie ihm einer mit der Pistole in den Nacken schoss und wie er auf den Rücken fiel. Für mich war es schrecklich. Es war absolut unverständlich, warum man das getan hat. Denn dieser Junge hatte es so erzählt wie bei einer Beichte in der Kirche. Man sah, dass er sich wirklich verlaufen hatte. Kein Einzelfall. Exekutionen von sogenannten Feinden des Volkes, angeblichen Feiglingen, Deserteuren und Verrätern. Sie sind an der Tagesordnung. All das geschah auf Anweisung von Stalin. Es durfte weder diskutiert noch korrigiert werden. Und so fanden Massen von sowjetischen Soldaten und er hat Hitler wahrhaftig geglaubt. Und das war einer seiner schwersten und absurdesten politischen Fehler, der unser Land, unser Volk sehr teuer zu stehen kam. Ganze Armeen zerschlägt die deutsche Wehrmacht in den ersten Monaten des Russlandkrieges. Stalin, weiß man heute, vernachlässigte nicht nur die Verteidigung sträflich. Er griff auch dilettantisch in die Kriegsführung ein. Stalin war kein Mensch mit militärischen Kenntnissen. General Zhukov hatte ihn gewarnt. Wir müssen unsere Kräfte hier konzentrieren und an anderen Fronten nur die Stellung halten. Er hat nicht darauf gehört. Am 3. Juli 1941 hält der Diktator eine Rede an das Volk. Er ruft auf zum Vaterländischen Krieg. Zum ersten Mal spricht er von Brüdern und Schwestern. Ein Ohrenzeuge. Er war ja total unsicher. Es war eine der schlechtesten Reden von Stalin. Er stockte. Man merkte an, dass er also weitgehend schockiert war, entsetzt war, vielleicht sogar den Glauben an den Sieg verloren hatte. Doch Stalin erreicht die Gemüter, appelliert an den Patriotismus, beschwört den großen Sieg gegen Napoleon. Die Menschen gingen in die Schützengräben und riefen, für die Heimat, für Stalin. Ich habe es aber nicht so empfunden. Doch Menschen zählen nicht für Stalin. Sein Diktat heißt, keinen Schritt zurück. Die Folge sind verheerende Umfassungsschlachten. Hunderttausende Tote und Gefangene. 3 Jahre später. Die gleichen Bilder von deutschen Gefangenen. Ja, die Menschen wurden natürlich von beiden im Einzelnen sehr unterschiedlichen Diktaturen verheizt. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben und spielten keine Rolle in den eigenen machtpolitischen Zielen der jeweiligen Führung. Der Livadia-Palast der Zaren. Hier treffen sich im Februar 1945 die künftigen Sieger zur zweiten Mächtekonferenz. Gastgeber ist Stalin. Was soll aus Deutschland und Europa werden nach dem Krieg? Der Diktator will deutsches Land für eine Westverschiebung Polens, will die Beute aus dem Hitler-Stalin-Pakt behalten und noch mehr.
Einflusssphären in Ost und West werden abgesteckt. Die Westmächte machen weitgehende Zugeständnisse. Die Realität war nicht nur Stalins Verhandlungsgeschick, sondern auch die reale Macht, um die Sowjetunion verfügte. Und außerdem die Vorsicht der Westmächte, nicht zu hart gegenüber Stalin aufzutreten, weil man die Sowjetunion unbedingt haben wollte als Verbündete im Krieg gegen Japan. April 1945. Vormarsch auf Berlin. Stalin will die Metropole vor den Westmächten erreichen, will als Bezwinger Hitlers so Geschichte machen. Sinnloser Blutzoll, kurz vor dem Ziel. Ließ er Zehntausende in sinnlosen Angriffen sterben, um nur Berlin rechtzeitig zu nehmen, sind ja Hunderttausende geopfert worden, obwohl der Krieg schon zu Ende war eigentlich. Auch hinter den Fronten sterben Menschen. Bei Flucht und Vertreibung. Stalins Propaganda schürt den Drang nach Rache. Als Vergeltung für deutsche Verbrechen. Natürlich hat die Propaganda uns eingetrichtert. So viele Deutsche du triffst, so viele bring um. Sowjetische Verbrechen an deutschen Zivilisten schüren die Angst vor Stalins Truppen. Das Ansehen der Sowjetunion droht Schaden zu nehmen. Im April wurde die politische Linie verändert und vorbereitet, dass die sowjetischen Truppen sich anständig in Berlin benehmen sollten. Das war ernst gemeint, aber es kam natürlich viel zu spät. Stalin ist am Ziel. Berlin im Mai 1945, Rundfahrt sowjetischer Prominenz durch die zerstörte Stadt, die Stalin schon bald mit den anderen Siegern teilen muss. Ein Abschied. Edward, mein Mann, küsste unseren Sohn Andrzejek, küsste den kleinen Jacusz, den ich in den Armen hielt, und dann küsste er mich. Er verabschiedete sich und kam nie wieder zurück. Was mit ihrem Mann geschah, erfährt sie erst Jahre später aus der Zeitung. In den Lagern von Ostaschkowa, Starobelsk und Katyn sterben im März 1940 20.000 polnische Offiziere. Durch Genickschuss. Kriegsverbrechen Stalins. Wenn ich nur daran denke, dass zwei NKWD-Männer sie festhielten und einer dahinter stand und schoss, dann scheint es mir immer, als ob ich diesen Schuss höre, dass ich sehe, wie es geschieht, wie sie auf diese Weise starben. Der Mordbefehl trägt seine Unterschrift. Später wird er Hitler beschuldigen, das Massaker veranlasst zu haben. Doch noch hält der Pakt mit Deutschland. Stalin muss keinen Einspruch fürchten, als er im November 1939 Finnland angreift. Die Grenze liege zu nahe bei Leningrad. Krieg ist für den Diktator willkommenes Mittel, wenn der Preis nicht zu hoch ist. Doch die finnische Armee trotzdem weit überlegenen Angreifer. David gegen Goliath. 200.000 Rotarmisten sterben. Und doch wird der Waffenstillstand als Sieg gefeiert. Stalin pries diesen sogenannten Sieg an dieser winzigen Front als Symbol für den Triumph in jedem Krieg, in jeder künftigen Auseinandersetzung mit dem imperialistischen Feind. Heute wissen wir natürlich, dass das kein Sieg, sondern bis dahin die schwerste Niederlage der Roten Armee war. Der andere Kriegsherr führt dem Kremlchef vor Augen, wie er siegt. Nach der Niederlage Frankreichs ist Hitler auf dem Höhepunkt seiner Macht.
Stalin hatte nach Frankreichs Kapitulation panische Angst vor Hitler. Weil alle seine Berechnungen, Hitler werde an der westlichen Front stecken bleiben, nicht aufgegangen waren. Stalins Datscha Kunzewa. Stalin glaubt an den Vertrag. Meint, er habe Hitler damit in die Pflicht genommen. Wenigstens vorläufig. Über Stalin aufzutreten, weil man die Sowjetunion unbedingt haben wollte als Verbündete im Krieg gegen Japan. April 1945. Vormarsch auf Berlin. Stalin will die Metropole vor den Westmächten erreichen. Will als Bezwinger Hitlers so Geschichte machen. Sinnloser Blutzoll, kurz vor dem Ziel. Ließ er Zehntausende in sinnlosen Angriffen sterben, um nur Berlin rechtzeitig zu nehmen, sind ja Hunderttausende geopfert worden, obwohl der Krieg schon zu Ende war eigentlich. Auch hinter den Fronten sterben Menschen, bei Flucht und Vertreibung. Stalins Propaganda schürt den Drang nach Rache, als Vergeltung für deutsche Verbrechen. Natürlich hat die Propaganda uns eingetrichtert. So viele Deutsche du triffst, so viele bring um. Sowjetische Verbrechen an deutschen Zivilisten schüren die Angst vor Stalins Truppen. Das Ansehen der Sowjetunion droht Schaden zu nehmen. Im April wurde die politische Linie verändert und vorbereitet, dass die sowjetischen Truppen sich anständig in Berlin benehmen sollten. Das war ernst gemeint, aber es kam natürlich viel zu spät. Stalin ist am Ziel. Berlin im Mai 1945. Rundfahrt sowjetischer Prominenz durch die zerstörte Stadt, die Stalin schon bald mit den anderen Siegern teilen muss. Die zerstörte Reichskanzlei. Besuch in Hitlers Bunker, dessen Leiche wurde gefunden, aber niemand soll davon erfahren. Der Tod Hitlers durfte auf keinen Fall offiziell bekannt werden. Das war Stalins ausdrücklicher Befehl. Deshalb waren, als die Leiche gefunden wurde, keine Fotografen, keine Presse, keine Filmleute dabei, einfach niemand. Es sollte absolut geheim bleiben. Stalin täuscht auch die Verbündeten. Potsdam, Juli 1945. Erste Nachkriegskonferenz der drei Siegermächte. Als er nach Potsdam kam und die erste Frage von Churchill und Truman war. Ja. Er war ja total unsicher. Das war eine der schlechtesten Reden von Stalin. Er stockte. Man merkte an, dass er also weitgehend schockiert war, entsetzt war, vielleicht sogar den Glauben an den Sieg verloren hatte. Doch Stalin erreicht die Gemüter, appelliert an den Patriotismus, beschwört den großen Sieg gegen Napoleon. Die Menschen gingen in die Schützengräben und riefen, für die Heimat, für Stalin. Ich habe es aber nicht so empfunden. Doch Menschen zählen nicht für Stalin. Sein Diktat heißt, keinen Schritt zurück. Die Folge sind verheerende Umfassungsschlachten. Hunderttausende Tote und Gefangene. Drei Jahre später. Die gleichen Bilder von deutschen Gefangenen. Ja, die Menschen wurden natürlich von beiden im Einzelnen sehr unterschiedlichen Diktaturen verheizt. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben und spielten keine Rolle in den eigenen machtpolitischen Zielen der jeweiligen Führung.
Das war auf beiden Seiten die reale, tragische Wirklichkeit. Stalin lässt seine Soldaten in sinnlosen Massenangriffen gegen die deutschen Linien rennen. Am Anfang haben die Russen eben furchtbare Verluste gehabt. Wir haben das ja oft als Soldat erlebt, dass die dichten Wellen ankamen und einfach zusammengeschossen wurden. Ich würde schon glauben, auf einen toten Deutschen kamen 10 Russen. Hinter ihnen her liefen ja die Offiziere mit den Gewehren. Wenn die nicht vorwärts liefen, wurden sie von denen hinten erschossen. Aber sie kamen in dichtesten Reihen, Welle auf Welle, und wurden einfach zusammengeschossen. Wer sich gefangen gibt, gilt für den Kriegsherrn als Verräter. Das Standgericht droht all denen, die es nach der Ansicht der Führung an Opferbereitschaft fehlen lassen. Bericht eines Augenzeugen. Er hatte nichts auf den Schultern und der Kragenspiegel war abgerissen. Er schaufelte eine Grube. Ich konnte nicht verstehen, was das sollte. Dieser Mann sagte: Jungs, ich habe mich im Wald verlaufen. Ich habe gekämpft und ich werde weiterkämpfen. Man sagte ihm: Im Namen des Präsidiums des Obersten Sowjets, du bist ein Deserteur. Er hasste sie alle. Das waren die Helden des Bürgerkrieges, die auch wussten, dass Stalin im Bürgerkrieg ein Nichts war, die ihn nicht respektierten. Was da nun kam, war wie eine Lawine. Buta bei Moskau. In diesem Boden liegen die Gebeine von tausenden ermordeten Militärs. Auch Armeebefehlshaber Ubarevich wird exekutiert. Seine Tochter. Das Einzige, was ich bis zum Letzten gehofft hatte, war, dass sich alles irgendwie klären wird. Dass es nicht sein kann, dass sie ihn erschossen haben. Stalins Willkür kennt keine Grenzen. Der Geheimdienst NKWD inhaftiert nicht nur den Militär, sondern auch seine Familie. Sie sagten: Nehmen Sie einen Koffer für Ihre Tochter und für sich. Und was ich noch genau weiß, ständig fragte meine Mutter: Wohin kommt das Kind? Man hat es ihr nicht gesagt. Sie wird schon nicht umkommen. Dann hat man sie mit einem kleinen grünen Auto weggebracht und dann kamen sie, um mich zu holen. Erst 1956 wird Wladimira aus dem Straflager entlassen. Ihre Eltern werden mit zigtausenden anderen erschossen. Ende der 30er Jahre ist die Rote Armee enthauptet. Stalin weiß, wie geschwächt seine Streitkräfte sind. Es wird Jahre dauern, bis sie sich von dem Massaker erholen. Die größte Gefahr geht von ihm aus. Noch raubt Hitler Land nur durch Erpressung. Nach dem Anschluss Österreichs, des Sudetenlands, der Einmarsch in die sogenannte Resttschechei, März 39. Stalins Datscha. Hier trifft er sich mit engsten Vertrauten, schmiedet Pläne. Er will ein Bündnis für den drohenden Konflikt. Was bleibt, wenn kein Pakt gegen Hitler zustande kommt? Es kommt zum Treffen mit dem Gegner, August 39. Hitlers Außenminister Ribbentrop in Moskau. Hitler will einen Pakt als Rückhalt für seine kriegerischen Ziele. Stalin verspricht sich Landgewinn und Zeit für die eigene Aufrüstung. Irgendwann, denkt Stalin, wird es zum Schlagabtausch mit Hitler-Deutschland kommen. Ich glaube, es war wohl überlegt bei Stalin. Stalin war ein Gegner Hitlers, aber hat auch Hitler Die Tage für Hitlers Reich sind gezählt. Schon schmieden die Alliierten Pläne für die Nachkriegszeit. Jalta auf der Krim. Der Livadia-Palast der Zaren.
Hier treffen sich im Februar 1945 die künftigen Sieger zur zweiten Mächtekonferenz. Gastgeber ist Stalin. Was soll aus Deutschland und Europa werden nach dem Krieg? Der Diktator will deutsches Land für eine Westverschiebung Polens, will die Beute aus dem Hitler-Stalin-Pakt behalten und noch mehr. Einflusssphären in Ost und West werden abgesteckt. Die Westmächte machen weitgehende Zugeständnisse. Die Realität war nicht nur Stalins Verhandlungsgeschick, sondern auch die reale Macht, um die Sowjetunion verfügte. Und außerdem die Vorsicht der Westmächte, nicht zu hart gegenüber Stalin aufzutreten, weil man die Sowjetunion unbedingt haben wollte als Verbündete im Krieg gegen Japan. April 1945. Vormarsch auf Berlin. Stalin will die Metropole vor den Westmächten erreichen, will als Bezwinger Hitlers so Geschichte machen. Sinnloser Blutzoll, kurz vor dem Ziel. Ließ ja Zehntausende in sinnlosen Angriffen sterben. Um nur Berlin rechtzeitig zu nehmen, sind ja Hunderttausende geopfert worden, obwohl der Krieg schon zu Ende war eigentlich. Auch hinter den Fronten sterben Menschen. Bei Flucht und Vertreibung. Stalins Propaganda schürt den Drang nach Rache, als Vergeltung für deutsche Verbrechen. Natürlich hat die Propaganda uns eingetrichtert: so viele Deutsche du triffst, so viele bring um. Sowjetische Verbrechen an deutschen Zivilisten schüren die Angst vor Stalins Truppen. Das Ansehen der Sowjetunion droht Schaden zu nehmen. Im April wurde die politische Linie verändert und vorbereitet, dass die sowjetischen Truppen sich anständig in Berlin benehmen sollten. Das war ernst gemeint, aber es kam natürlich viel. Stalin ist am Ziel. Berlin im Mai 1945. Rundfahrt sowjetischer Prominenz durch die zerstörte Stadt, die Stalin schon bald mit den anderen Siegern teilen muss. Die zerstörte Reichskanzlei. Besuch in Hitlers Bunker, dessen Leiche wurde gefunden, aber niemand soll davon erfahren. Der Tod Hitlers durfte auf keinen Fall offiziell bekannt werden. Das war Stalins ausdrücklicher Befehl. Deshalb waren, als die Leiche gefunden wurde, keine Fotografen, keine Presse, keine Filmleute dabei, einfach niemand. Es sollte absolut geheim bleiben. Stalin täuscht auch die Verbündeten. Potsdam, Juli 1945. Erste Nachkriegskonferenz der drei Siegermächte. Als er nach Potsdam kam und die erste Frage von Churchill und Truman war, haben sie die Leiche von Hitler gefunden, hat er gesagt, nein. Vielleicht dachte er, dass so lange Gerüchte sein werden, dass Hitler irgendwo noch existiert, die Anti-Hitler-Koalition doch noch zusammengehalten werden kann. Die Koalition wird bald zerbrechen. Am runden Tisch von Potsdam hat die Spaltung der Welt bereits begonnen. Den Kalten Krieg wird Stalin als Herrscher der neuen zweiten Supermacht bestreiten. Neben Amerika. Die Propaganda wird den Diktator filmisch verklären. Zum Erlöser und unfehlbaren Schlachtenlenker. Sehen Sie sich heute das moderne Russland an. Wer ist der Held? Der Held ist Stalin. Sogar Demokraten in Russland würden Ihnen sagen, gewiss hat Stalin zig Millionen Menschen umgebracht. Aber er hat Russland zur Großmacht gemacht.
und zur Atommacht. 4 Jahre nach den USA hat auch Stalin die Bombe. Noch 4 Jahrzehnte wird das von ihm begründete Imperium bestehen und dann vergehen. Die Eltern haben geweint und wir haben geweint. Dennoch, man fahren, solange man muss unterwegs sein. In diese Viehwaggons um uns rein. Die meisten werden ihre Heimat nie wiedersehen. Frühjahr 42. Die deutsche Wehrmacht wieder in der Offensive. Richtung Süden. Ziel ist Stalingrad und das Öl im Kaukasus. Stalin weiß, was auf dem Spiel steht. Stalin bestellte mich zu sich und sagte: Genosse Baibakow, wenn den Deutschen die Erdölfelder in die Hände fallen, werde ich sie erschießen lassen. Aber wenn sie die Ölfelder vorzeitig abbrennen und die Deutschen kommen nicht und wir haben dann keinen Brennstoff, werde ich sie ebenfalls erschießen lassen. Später wird eine sowjetische Wochenschau Hitlers vergeblichen Griff nach dem Erdöl karikieren. Es ist ein trügerisches Bild. So werden sie es sich vorgestellt haben, nach den Juwelen des Kaspischen Meeres zu greifen. Sie träumten schon davon, wie sie den Reichtum aufteilen und wem Baku mit seinem Öl gehören wird. Hitler wird die Erdölfelder nicht erobern. Stalingrad. Die Metropole an der Wolga. Der Kriegsherr Stalin will die Stadt, die seinen Namen trägt, mit allen Mitteln verteidigen. Der Kriegsherr Hitler will sie um jeden Preis erobern. Duell der Diktatoren. Die Sowjetpropaganda stilisiert Stalin zum alleinigen Schlachtenlenker. Eine Frage des Prestiges. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Praktisch hatten jetzt die Generäle das Kommando. Er bestätigte nur ihre Entscheidungen. Nur manchmal, wenn er sich in ihre Angelegenheiten einmischte, dann sah es schlecht aus. Stalin hat aus Fehlern gelernt, gibt den Militärs mehr Raum und lässt sie siegen, ohne selbst auf den Ruhm zu verzichten.